Ich habe mit meinem Englisch-Leistungskurs mal nachgeguckt, was kam eigentlich vor in den letzten Jahren im schriftlichen Abitur in Englisch, was für Aufgabenstellungen und so weiter. Daraus habe ich dieses Video gemacht, in dem ich diese Informationen gebe, was kam vor, was ist zu erwarten und aber auch, was lohnt sich vorzubereiten generell, damit man natürlich eine möglichst gute Note schreibt. Legen wir los! Zunächst einmal, was solltest du überhaupt wissen, kennen, üben, was solltest du tun? Das ist ja ein riesiges Feld, das Abitur vorbereiten, und wo lohnt es sich genauer hinzugucken? Das zeige ich dir in ein paar Punkte. Du solltest die Aufgabenstellungen, die kommen werden, genau kennen. Du solltest wissen, so und so ist die Struktur der Klausur. Und du solltest natürlich die Operatoren kennen. Das sind diese Wörter wie analyze, comment und so weiter. Du solltest wissen, was in der Textanalyse gefragt ist. Die Textanalyse ist ja die zentrale Aufgabe der Klausur, da gibt es am meisten Punkte für. Und das andere hängt auch stark davon ab. Also, wenn die Analyse gut klappt, wird es bestimmt auch eine gute Klausur. Deshalb muss man wissen, worauf sich die Analyse fokussieren wird. Dann ist noch wichtig zu wissen, was für Texte bekomme ich da überhaupt, die ich angucken soll. Das kann ja theoretisch alles sein, in der Praxis ist es aber immer eine bestimmte Art von Text. Und was für Texte sollst du nachher schreiben aus den Texten, die du da bekommst? Was für Texte sollst du formulieren? Und natürlich auch die Themen und Inhalte, die ihr behandelt habt in den letzten 2 Jahren, sollte man einen kleinen Überblick haben. Ja, sagen wir nachher mehr zu. Am Ende, Schreiben üben ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wenn ich nicht Englischtexte schreiben kann, dann nutzt mir natürlich alles Wissen darüber gar nichts. Kommen wir mal erstmal zu den Aufgabenstellungen. Es gibt ja einen Klausurteil A, einen Klausurteil B. Im Klausurteil B haben wir eine Mediation und im Klausurteil A einfach einen Text, mit dem wir dann arbeiten, an dem wir Aufgaben machen. Klausurteil A besteht aus Comprehension, also Verständnis, Analyse, wozu gehen wir nachher darauf ein, und einmal eine Wahlaufgabe, Comment oder Recreation of Text. Klausurteil B haben wir ja die Mediation. Das wird auf jeden Fall so sein in eurem Abitur. Jetzt schauen wir uns mal an die Operatoren, die in den letzten Jahren eigentlich fast immer vorkamen. Es lohnt sich sicherlich auch, die anderen mal anzuschauen. Es gibt auf der Seite vom Ministerium, füge ich unten einen Link ein, eine Liste, die man holen kann, wo man schauen kann, was für Operatoren können denn vorkommen. Aber das hier sind die, die eigentlich immer vorkamen in den letzten Jahren, also wahrscheinlich auch vorkommen werden. Für die Comprehension-Aufgabe Describe, Outline, Point Out. Ganz bisschen anders. Ne? Describe ist eine Sache genauer, ein bisschen detaillierter beschreiben. Outline ist oft ein Verlauf von einer Sache oder eine Sicht von jemandem. Point out ist verschiedene Sachen im Text beleuchten und stärker betonen. Dann kommt immer Analyze und dazu ein Fokus. Wie das funktioniert, zeige ich nachher noch. Bei Comment ist es eigentlich immer in dem Comment-Teil, also dem ersten Teil von der Aufgabe 3, hat man ja eine Wahlaufgabe, ist es eigentlich immer Comment oder Discuss. Comment und Discuss ist ein Unterschied. Dazu habe ich ein extra Video gemacht, tue ich den Link oben hin. Es kann auch noch Evaluate kommen, aber das, denke ich, ist aus dem Kontext auch schnell zu erschließen, was man da jetzt braucht. Bei Recreation of Text macht es mehr Sinn, wenn ihr nachher bei den Zieltextformaten aufpasst. Da habe ich ja nachher das Kapitel zu. Klausurteil B ist Mediation. Auch da sage ich gleich im Zieltextbereich mehr zu. Eine Aufgabenstellung könnte also so aussehen. Das hier ist eine alte Abiturklausur. Also outline his view, das heißt, der hat seine Sichtweisen dargestellt und man könnte mehr oder weniger chronologisch die darstellen. Vielleicht, wenn 2 Teile zusammengehören, die in seinem eigenen Text schon zusammentun, aber im Grunde würde man dem das grob beschreiben, die Sicht dieser Person. Analyze the way he presents his views. Und hier haben wir den Operator analyze und diesen genaueren Fokus, da sage ich nachher noch mehr zu. Bei der dritten Aufgabe discuss. Discuss heißt ja dann Vor- und Nachteile zum Beispiel. Und das ist hier auch die Aufgabe. Recreation of text, write a letter to the editor. Das ist ganz typisch. Ich zeige euch nachher, was sonst noch dran kommen kann. Und dann haben wir so eine Mediation, wo man eine E-Mail schreiben soll und etwas erklären soll. Das ist also eine typische Aufgabenstellung. Jetzt, welche Bereiche kann man überhaupt in einem Text analysieren? Das Problem für euch im Abitur ist ja, dass eigentlich alles drankommen kann. Normalerweise in einer normalen Oberstufenklausur wisst ihr, heute geht es um den Narrator oder heute geht es um Stylistic Devices. Das wisst ihr ja beim Abitur genau genommen nicht. Aber man kann den Bereich trotzdem ganz gut einschränken. Bei den Fictional Texts kann es gehen um Narrative Techniques oder Point of View, Use of Language, Content, Setting, Stylistic Devices. Das waren in den letzten Jahren bei weitem die Punkte, die am häufigsten vorkamen.
Zu jedem dieser Punkte sollte im besten Fall bei euch direkt ein Katalog aufgehen und direkt solltet sagen können, ah okay, da kann ich das und das zu sagen, beziehungsweise im Text gucke ich jetzt nach dieser und dieser Sache. Ich gehe die ganz kurz durch, aber im Detail bräuchte das ein eigenes Video oder ihr müsst woanders nachschauen. Narrative Techniques. Was habt ihr für Narrator? First Person, Third Person, Unlimited oder Limited, also Omniscient oder nicht. Use of Language. Was habt ihr für ein Register? Ist das eine Umgangssprache? Ist das eine Hochsprache? Content. Was für Inhalte hat der Autor ausgewählt in dieser Passage? Was hätte er vielleicht stattdessen auswählen können? Setting. Ich habe ein Video gemacht zu Atmosphere. Könnt ihr euch anschauen. Das ist ziemlich ähnlich. Also Setting heißt, welche Zeit und welcher Ort, also spielt der Text in Europa des 17. Jahrhunderts oder USA des 20. Jahrhunderts. Und natürlich Stylistic Devices kommt auch oft vor. Ist klar, Alliteration und so weiter, Anaphora, die ganzen Dinge kennt ihr. Könnte dann so aussehen. Analyze the way the situation and AJ's state of mind are presented. Focus on point of view, setting and use of language. Das heißt, im Erwartungshorizont wurde wirklich erwartet, ein Kästchen für point of view, was schreibt ihr dazu? Ein Kästchen zu Setting, ein Kästchen zu Use of Language. Und zu jedem solltet ihr was Interessantes finden in diesem Text. Zu der farblichen Markierung hier sage ich gleich noch was. Non-Fictional Text, also Sachtexte, was kann da vorkommen? Ihr könntet gefragt sein, dass ihr die Line of Argument untersucht oder Structure. Das heißt, ihr sollt beschreiben, im Gegensatz zu was für ein Inhalt der Text hat, wie der Text aufgebaut ist, ob es Wendepunkte gibt, etc. etc. Auch wieder Language, also Hochsprache, Nicht-Hochsprache, bestimmte Satzkonstruktionen, die auffällig sind und so weiter. Visual Elements, es könnte ja ein Cartoon-Teil dabei sein bei eurem Text. Ich habe auch ein Video gemacht zu How to Analyze a Cartoon, vielleicht hilft euch das ein bisschen. Ansonsten kann man das auch super in den Büchern nachschauen. Dann Persuasive or Communicative Strategies. Also wie versucht der Autor, dich von seiner Sicht zu überzeugen? Er könnte sowas wie machen, wie dass er ein Inclusive We benutzt, um darzustellen, man ist im selben Boot. Oder dass er einen Appeal an die Leser richtet, also bitte mach das und das und sowas. Das sind kommunikative Strategien. Oder natürlich auch hier Stylistic Devices, dann natürlich eher die, die in so einem Text auch typisch wären. Hier auch noch ein Beispiel für Analyze Pappano's Intention and the way she uses communicative strategies as well as language. Sollte auf jeden Fall etwas kommen zu communicative strategies and language. Jetzt noch was zu dieser farblichen Markierung, die ich hier bei beiden Beispielen gemacht habe. Typischer Aufbau ist so, die sagen Analyze, dann sagen sie einen Fokus inhaltlicher Art und dann einen Fokus, ich sage jetzt mal, technischer oder gestalterischer Art. Und zu beiden Sachen solltet ihr etwas sagen. Zum Beispiel hier bei Analyze Pappano's Intention. Ihr solltet sagen, was ist denn Intention des Authors, der den Text geschrieben hat? Und zwar relativ abstrakt, also nicht so kleinschrittig oder nicht so oberflächlich wie in der ersten Aufgabe, sondern abstrakt formuliert, wovon will uns dieser Autor überzeugen? Und dann zu den anderen Punkten. Und diesen Aufbau haben wir eigentlich immer bei den Analysefragen. Also ein inhaltlicher Fokus, zu dem ihr auch was schreiben solltet. Und dann ein gestalterischer Fokus, zu dem ihr mehrere Punkte habt, die ihr anguckt, wo ihr dann richtig ins Detail gehen solltet. Die Textformate. Der Ausgangstext, also dies sind die Texte, die ihr bekommt, mit denen ihr arbeiten solltet im Abitur. Im Klausurteil A haben wir bei dem Fictional Text, ist es eigentlich immer entweder ein Novel, also ein Auszug natürlich aus einem Roman, oder ein Play, also ein Drama, ein Auszug aus einem Drama. Drama hat ein paar kleine Unterschiede, ne? Es gibt Stage Directions und so weiter, sollte man ein bisschen im Kopf haben. Aber ansonsten relativ viel, das ähnlich ist zu einem Novel oder also einem Romanauszug. Der Non-Fictional Text ist eigentlich immer ein Newspaper-Artikel. Man kann sogar noch ein bisschen spezifischer werden. Es ist in der Regel ein relativ pointierter, also etwas, ich sag mal, ein bisschen reißerisch geschriebener Zeitungsartikel, denn da sollen ja viele Stylistic Devices oder irgendwas Besonderes mit der Sprache drin vorkommen, was ihr dann wiederum analysieren könnt. Beim Klausurteil B, also die Mediation, ist der Ausgangstext immer ein Zeitungsartikel. Also auf jeden Fall kriegt ihr einen deutschen Zeitungsartikel, aus dem ihr etwas raussuchen sollt und dann in eine andere Form bringen sollt. Zur Mediation habe ich übrigens auch ein Video gemacht, dazu oben der Link. Die Zieltextformen, also was für Texte sollt ihr nachher schreiben und was kam da am häufigsten dran in den letzten Jahren?
bei Comment oder Discussion, das ist klar, dazu wie gesagt mein Video. Bei Recreation of Text könnte es sein, es kommt hier ein bisschen natürlich darauf an, sind wir beim Sachtext oder beim literarischen Text, aber ein Interview kann dran kommen. Ihr kann dran kommen, dass ihr den Romanauszug weiterschreiben sollt oder ein Interior Monolog, also die Innensicht einer der Charaktere. Es könnte sein, dass ihr eine Speech oder ein Debate Statement schreiben sollt mit allem, was da dran hängt, oder ein Letter to the Editor, der ja nochmal eine eigene Form hat, aber inhaltlich etwa so ist wie ein Kommentar. Bei der Mediation eigentlich immer entweder ein Report schreiben, also ein Bericht für zum Beispiel eine Schülerzeitung oder sowas ist das dann immer, oder eine E-Mail normalerweise zu einem irgendwie Freund aus einem Austauschjahr in den USA oder sonst was, dem man über irgendetwas in Deutschland berichtet. Beide diese Sachen haben natürlich formale Aspekte. Wie soll ein Report aussehen? Wie soll eine E-Mail aussehen in dem jeweiligen Fall? Da sollte man auf jeden Fall dran denken. Themen und Inhalte spielen natürlich auch eine Rolle. Das sind diese Themen meistens. Globalization hat man, Great Britain oder UK. Und dazu Sachen American Dream bzw. American Myth and Realities. Postcolonialism, also British Empire, und dann leitet man über zu dem jeweiligen Land. Jetzt ist es seit neuerem Nigeria, nicht mehr India, wie es früher war. Shakespeare und Visions of the Future, also sind dann meistens auch so wissenschaftliche Sachen. Und Utopia and Dystopia, das sind eigentlich so die Themen. Hier kommt immer wieder die Frage, wie viel muss ich denn eigentlich über diese Themen wissen? Meine Antwort dazu ist ehrlich gesagt nicht besonders viel. Die anderen Punkte, die ich vorher aufgelistet habe, da würde ich viel mehr Zeit drauf verwenden, die zu lernen oder nachher schreiben zu üben. Über die Inhalte, da würde ich die wenigste Zeit drüber verwenden. Natürlich, es sollte so sein, dass wenn jemand sagt, was sind denn Global Problems? Es ist gut, wenn man einen groben Eindruck hat. Oder, was ist denn der American Dream? Da sollte man was zu sagen können, da sollte Sachen kommen. Vor allem natürlich, wenn man das im Unterricht verstärkt behandelt hat. Aber der Klausurtext als solcher wird euch keine Details dazu abverlangen. Ihr solltet ein grobes Verständnis von dem Thema haben, aber ihr braucht jetzt nicht wissen, ich sag mal, wann denn die amerikanische Unabhängigkeit war, dazu das Datum oder sowas. Das ist alles Quatsch, das braucht ihr auf keinen Fall. Ihr solltet einen groben Übersicht haben über diese Themen und anknüpfen können. Ihr solltet nämlich danach einen schönen Kommentar oder eine Diskussion schreiben können. Dafür braucht man ja Inhalte, die man kennt. Und ihr solltet den Text natürlich möglichst schnell und möglichst gut verstehen. Und da hilft auch Hintergrundwissen total viel. Also wenn ich gar nichts über Nigeria weiß, ist es schwierig, einen Text zu verstehen und dann zu verstehen, warum auf einmal manche Charaktere Englisch sprechen und manche die verschiedenen afrikanischen Sprachen, die da im Umlauf sind. Dann, ganz wichtig, Schreiben üben. Das ist, glaube ich, das größte Problem, dass man zwar weiß, was man machen soll, aber das eigentlich nicht in eine schöne Textform bringen soll. Brauchst auch nicht übertreiben, aber ich würde an eurer Stelle mindestens einmal eine schöne Klausur schreiben und nochmal über jeden Schritt mir Gedanken machen. Ganz wichtig, schaut euch mal an, was waren denn in eurer letzten Klausur überhaupt Probleme? Also gibt es eine bestimmte Grammatiksache, die ihr mal falsch gemacht habt? Habt ihr bei der Paragraph-Struktur irgendwas falsch gemacht, um darauf zu gucken? Also alte Klausuren anschreiben. Wenn ihr da was geschrieben habt, auf jeden Fall auch Feedback holen von jemandem. Von sich selbst aus zu beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht war, das ist schwierig. Könnte es jemand anderem geben, das muss auch kein Lehrer sein oder keiner, der jetzt super Englisch kann, sondern einfach jemand, der euch ein grobes Feedback geben kann. Also zum Beispiel idealerweise ein Klassenkamerad, der in demselben Kurs war, der kann euch natürlich super sagen, ob das ungefähr das ist, was er vermutet, was der Lehrer erwartet oder nicht. Ein paar Klassiker, um sein Schreiben zu verbessern, kann ich euch noch hier als Tipps geben. Also, dass man gute Absätze schreiben kann, also diese Paragraph-Struktur, dass man gut Connectives nutzen kann, also Wörter wie moreover oder nevertheless oder was auch immer. Dass man natürlich sauber zitieren kann, auch dazu habe ich ein Video gemacht, Link kommt oben hin. Diese ganzen Sachen sollten natürlich klappen. Das war es soweit dazu von mir. Macht euch keine Panik, das Abitur haben schon viele vor euch geschrieben, ihr werdet das auch gut schaffen, ihr habt euch mit den Themen beschäftigt, ihr seid vorbereitet, ihr wisst ungefähr, was drankommt, das wird schon gut gehen. Üben lohnt sich, Panik sicher nicht, ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Erfolg. Bis dann!